Hier links hinter mir, dieses Gebäude, das ist die alte Mensa. Die war in Betrieb, solange die neue Mensa noch nicht fertig war. Jetzt ist sie eben nicht mehr in Betrieb und soll abgerissen werden. Und an die Stelle wird dann ein TUM Tower gebaut, was auch immer das dann sein wird. Hier hinter der Mensa sieht man schon ein bisschen die Fakultät für Chemie. Und zu deren Haupteingang werden wir jetzt gehen. Gut, wir sind jetzt vor der schon etwas in die Jahre gekommenen Fakultät für Chemie. Das Gebäude, in dem man sich angeblich auch am leichtesten verläuft. Aber dennoch hast du jetzt natürlich die Möglichkeit, dir auch dieses Gebäude von innen anzuschauen. In dem Fall klick hier. Und natürlich, wenn du eine Möglichkeit hast, hast du auch eine andere, nämlich mit mir zu kommen weiterhin.